Es ist sein erster großer Fall als Kriminalkommissar. Und dabei hat es Daniel Friedl von der Kripo Weidlingen gleich mit einer besonders dramatischen Geschichte zu tun. Eine 47-jährige Frau hat sich das Leben genommen, offensichtlich. Er hängt auf dem Dachboden. Aber der junge Kommissar glaubt nicht an Selbstmord. Zu viele Details, die er nach und nach recherchiert, sprechen vielmehr für Mord. Daniel Friedl ist gerade 6 Monate bei der Kripo in Waiblingen, als am 29. Dezember 2011 ein Notruf eingeht. Eine Frau hat sich auf dem Dachboden ihrer Mietwohnung erhängt. Ein Routineauftrag für das Dezernat 11. Kommissar Friedl begibt sich sofort zum Leichenfundort, wo er schon von seinen Kollegen der Schutzpolizei, einem Arzt und Sanitätern erwartet wird. Ich kam zunächst hier hoch. Ich sah eine weibliche Person bäuchlings auf dem Boden liegen. Die Person hatte ein Seil um den Hals. Und für mich sah es zunächst so aus, als ob die Frau sich das Leben genommen hat, indem sie sich erhängt hat. Das war für mich die erste Intuition. Bei der Toten handelt es sich um die 47 Jahre alte Valeska I., Altenpflegerin. Sie lebt von ihrem Ehemann getrennt und hat eine erwachsene Tochter. Die Tochter konnte diese Version Selbstmord überhaupt nicht greifen. Sie hat ihre Mutter beschrieben als eine lebensfrohe Person. Und was für uns nicht auch entscheidend war, sie hat einfach in die Zukunft geplant. Sie hatte Zukunftspläne. Und solche Pläne sind für uns eigentlich das erste Indiz, das gegen einen Selbstmord spricht. Auch in der Wohnung der Toten kann Kommissar Friedl nichts finden, was für einen Suizid sprechen würde. Kein Abschiedsbrief, keine Unterlagen über psychische Erkrankungen, nichts. Deshalb entschließt er sich, seinen Kollegen Martin Schmidt von der Kriminaltechnik in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Der erfahrene Kollege hat schon viele Tatorte gesehen und untersucht. Er weiß, auf was er bei den Ermittlungen achten muss. Zunächst bleiben wir etwas weiter weg, um zu sehen, dass wir im Nahbereich des Auffindeorts nichts vernichten, was wichtig ist. Wir müssen uns praktisch Schritt für Schritt ranarbeiten. Wir nehmen dazu unterschiedliche Lichtquellen. Uns sind die Spuren auf dem Boden wichtig. Irgendwelche Veränderungen oder gerade auf so einem staubigen Dachboden. Was ist Staub, der schon lange so ist, und wo sind frische Wischspuren, die relativ aktuell durch irgendwelches Hantieren entstanden sind? Martin Schmidt und seine Kollegen stellen überall akribisch Spuren sicher und die Ergebnisse lassen Kommissar Friedl an einem Suizid immer mehr zweifeln. Auffälligkeiten waren, dass wir zum Beispiel eine Hämatombildung, eine großflächige Hämatombildung im Bereich des Mundbodens hatten. Die konnten wir uns überhaupt nicht erklären und ist eigentlich auch atypisch für einen Suizid durch Erhängen. Wir hatten zum einen diese Schürfwunde überhalb der Analfurche, die auch in keinster Weise mit einem Suizid erklärbar war. Dieser heruntergeschobene Slip in Richtung Kniegegend konnten wir uns auch nicht erklären. Des Weiteren befanden sich gesamten Leichnam Haarbüschel, die später der Verstorbenen zuzuordnen waren. Diesen Umstand konnten wir uns auch nicht erklären. Diese ganze Summe brachten uns zu dem Entschluss, hier könnte eventuell ein Tötungsdelikt vorliegen und wir müssen tiefer in die Ermittlungen einsteigen. Eine Obduktion soll Licht ins Dunkel bringen. Doch die Ergebnisse enttäuschen Friedl. Der Rechtsmediziner schließt weder einen Mord noch einen Suizid aus. Friedl steht wieder am Anfang seiner Ermittlungen. Wäre Valeska tatsächlich ermordet worden, wer hätte überhaupt ein Motiv für eine solche Tat? Nachbarn und Freunde beschreiben die Tote als äußerst freundlich, eine, die mit niemandem Streit hatte. Lediglich mit ihrem getrennt lebenden Mann Mohammed gab es anscheinend hin und wieder eine Auseinandersetzung. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Ehefrau von ihm trennen wollte. Also sie wollte die Scheidung, sie haben ja bereits getrennt gelebt, aber sie wollte nun endgültig die Scheidung. Sie wollte eventuell eine neue Ehe eingehen mit ihrem neuen Lebenspartner in Münster. Scheidung als Motiv für einen Mord? Mehr als 15 Jahre war Mohammed mit Valeska verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Kommissar Friedl will wissen, wo sich der Mann zum Todeszeitpunkt seiner Frau aufgehalten hat. Da hat er angegeben, dass er zu Hause bei sich war. Tatort und seine Wohnanschrift liegen ungefähr Luftmeter, ungefähr 2 Kilometer auseinander. Aufgrund dieser Aussage habe ich dann
eine Funkzellenvermessung veranlasst. Diese Funkzellenvermessung hat ergeben, dass der Tatverdächtige zur Tatzeit definitiv in einem Funkmasten in Tatortnähe eingebucht war. Eine weitere Vermessung an seiner Wohnanschrift ergab, dass es nicht möglich war, diesen Funkmasten von seiner Wohnanschrift zu erreichen, was schlussendlich bedeutet, hier hat er gelogen. Anhand seiner Handydaten ist das Alibi also widerlegt. Ist seine Lüge ein Hinweis darauf, dass Valeskas Tod vielleicht doch kein Suizid war? Friedel muss weitersuchen, weiter ermitteln, weiter in die Spurenlage eintauchen. Und so fällt sein Blick auf den Dachbalken, an dem sich Valeska anscheinend aufgehängt hatte. Dieser weist gleich drei Einkerbungen auf, die durch ein gleitendes Seil entstanden sein könnten. Irgendwann waren wir an dem Punkt, wir müssen endlich wissen, ob eventuell dieses Spurenbild durch einen Suizid möglich ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese Rekonstruktion durchzuführen, einfach um zu wissen, wo befinden wir uns jetzt, da das Obduktionsergebnis uns ja nicht wirklich angegeben hat, in welchem Deliktsbereich wir uns gerade bewegen. Dieses Video der Mordkommission zeigt, wie er und seine Kollegen mit einem Dummy versuchen zu beweisen, was in jener Nacht passiert sein könnte. Die Theorie? Valeska ist bewusstlos und ein Täter zieht sie in diesem Zustand am Dachbalken hoch. Weil er dies aufgrund des Gewichts mehrmals versucht, entstehen durch das gleitende Seil mehrere Einkerbungen am Balken. Während des Selbstversuchs wird den Beamten bewusst, dieser Kraftaufwand kann nur von einem sehr sportlichen und starken Täter vollbracht werden. Im Rahmen der Rekonstruktion kamen wir zu dem Entschluss, dass der Tatverdächtige die Person vermutlich dreimal versuchte, nach oben zu ziehen. Also wir reden hier von einer handlungsunfähigen Person. Er versuchte mindestens dreimal, sie nach oben zu bringen, um eventuell einen Suizid vorzutäuschen. Kommissar Friedel und seine Kollegen sind sich nun sicher, es muss sich um Mord handeln. Zudem hat Kriminaltechniker Schmidt noch etwas gefunden, was die Ermittler weiterbringen könnte. Besondere schwarze Fasern, die sich sowohl am Leichnam, am Dachbalken, als auch am Halstuch der Toten befanden. In ihrer Wohnung allerdings sind diese Fasern nicht zu finden. Die Beamten vermuten, sie stammen vom Täter. Friedel lässt das Apartment von Valeskas getrennt lebendem Ehemann komplett auf den Kopf stellen. Immerhin hatte der bei seinem Alibi gelogen. Stammen die Fasern von dort? Dort konnte dann in den Laboren des Landeskriminalamts festgestellt werden, dass diese unbekannte Faser in einer Sportjacke in der Tasche festgestellt werden konnte. Somit hatten wir einen schönen Spurenkreis, den wir nun schließen konnten. Wir konnten quasi den Täter an den Tatort bringen mit dieser Faser. Und das war zum Schluss der Ermittlungen einfach auch nochmal ein sehr, sehr starkes Indiz, dass er als Täter in Frage kommt, beziehungsweise dass er der Täter ist. Bis zum Schluss bestreitet Mohammed den Mord an seiner Frau. Dennoch kommt es aufgrund der erdrückenden Indizien zum Prozess. Für Kommissar Friedel ein sehr wichtiger Schritt. Immerhin war das sein erster Mordfall und ein besonders komplizierter noch dazu.